Von da an ging's bergab. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Denn die Streckenführung des Radlersonntags im Mülsengrund verlief in diesem Jahr von Neuschönburg aus immer leicht bergab bis nach Tenneritz in der Nähe von Clarau. In den letzten Jahren konnte die Veranstaltung durch die Pandemie, aber auch durch Straßenbauarbeiten nur eingeschränkt stattfinden. In diesem Jahr haben es die Organisatoren geschafft, dass die Teilnehmer auf zwar nicht besonders guten, aber durchweg befahrbaren Straßen fahren konnten. Und das kurz vor knapp, kann man sagen, denn schon in dieser Woche regieren wieder Bagger und Baumaschinen im Mülsengrund. An diesem Sonntag war noch alles frei befahrbar. Und so kamen schon geraume Zeit vor dem Start zahlreiche Fahrradfreunde in Neuschönburg an. In den anderen Jahren befand sich hier das Ziel der Strecke. Diesmal war es der Start. Doch auch, wer etwas zeitig da war, musste sich nicht langweilen. Der Heimat- und Brauchtumsverein hatte wieder viel Mühe aufgewandt, um es den Teilnehmern an nichts fehlen zu lassen. Wir haben ein Zelt aufgebaut, wir haben den Gottesdienst organisiert und wir werden dann auch das Catering organisieren, dass die Leute, die runter zu und hoch zu fahren, hier gut versorgt werden. Neben den ganz normalen Teilnehmern war in diesem Jahr auch noch mehr Lokalpolitik vertreten als in den anderen Jahren. Doch es ist nicht nur Wahlkampf. Es gibt auch hier Begeisterung für das Radfahren. Natürlich fahren wir heute mit. Alle? Ja, natürlich. Und die ganze Strecke natürlich. Selbstverständlich. Und außer den zahlreichen Stammteilnehmern gibt es auch immer wieder solche, die den Radlersonntag erst kennenlernen. So wie Deborah und Manuela. Und die Damen zum ersten Mal dabei? Oder zum ersten Mal dabei, ja. Ja, wird heute bestimmt ein schöner Tag. Das Wetter ist nicht ganz so heiß, ja. Wird die ganze Strecke mitgefahren? Natürlich, ja. Wir sind auch schon hierher gefahren. Genau. Wir sind hergefahren. Von Planitz, ne? Ja, genau. Eine Stunde Anfahrt. Respekt kann man da nur sagen. Den Radlersonntag an sich gibt es schon zum 27. Mal. Und trotzdem hat er nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt. Es ist immer wieder fantastisch und faszinierend, wie lang dieses längste Straßendorf von Sachsen ist. Und ich bin sehr froh, dass die Gemeinde Mühl zusammen mit dem Landkreis diesen Radlersonntag wieder gestemmt hat. Der Landrat der Schirmherr ist und viele fleißige Händler und Anwohner ihre Häuser geschmückt haben, Stände aufgebaut haben für die Versorgung oder ihr Unternehmen präsentieren, um einfach diesen schönen traditionellen Radlersonntag wieder zum Erfolg werden zu lassen. Kurz nach 10 dann der Start. Auf geht's! Da war wieder zu sehen, der Radlersonntag ist ein echtes Familienfest. Alle Arten und Größen von Rädern, aber auch alle Altersklassen von Radlern, die sich auf den Weg machten. Für die Autofahrer ist an diesem Tag der Mülsengrund komplett gesperrt. Und so konnten schon im Vorfeld zahlreiche Rastpunkte und Stempelstellen entlang der Strecke aufgebaut werden. Wie in Ottmannsdorf, an der Abzweigung Richtung Wildenfels, als auch am ehemaligen Bahnhof der Mülsengrundbahn. Da war man dann schon in Niklas. Autofahrer brauchten an diesem Tag etwas Geduld und Ortskenntnis. Für die Strecke vom Startpunkt bis zum Gasthof Amorsaal, das sind etwa 3 Kilometer, fährt man auf der günstigsten Strecke locker mehr als 20 Kilometer Umweg. Das zeigt auch, wie genau Baumaßnahmen im Mülsengrund organisiert werden müssen, damit die Bewohner nicht komplett von der Welt abgeschnitten werden. Den Moor selbst kennen die Älteren noch aus ihren Jugendtagen. Heute ist die Gastronomie der Haupterwerbszweig und natürlich auch ein guter Ort, um am Radlersonntag einen Rastplatz einzurichten. Und um die künftigen Wähler muss man sich ja auch kümmern, doch das nur am Rande. Auf der gemeinsamen Strecke herrschte ein reger Verkehr und das in beide Richtungen. Viele Radler fuhren die Strecke in der gewohnten Art, also von Tenneritz in Richtung Neuschönburg. Und wer von außerhalb kommt und das Auto an einem der Endpunkte abgestellt hat, der muss ja eh zurück. Da ist es dann auch egal. Für die in Neuschönburg Gestarteten ging es weiter über die Stempelstelle am Verwaltungszentrum in Mülsen-St. Jakob zur Festscheune Turm, immer weiter talwärts. Von den Rapsfeldern an der Freitagsstraße entlang sieht der Autofahrer nur Teile der Ortschaften im Tal. Die Stempelstellen wie an der Abfahrt zur Arena E in Niedermülsen sind seinen Blicken komplett verborgen. Das Ziel in diesem Jahr lag in Tenneritz. Hier haben wir auch Deborah und Manuela wieder getroffen, die beide noch recht fit aussahen. War sehr schön, das erste Mal. Gut durchgekommen. Gut durchgekommen, genau. Auch nicht allzu sehr fertig.
Normal, ne, oder? Ja, normal. Als dann bis zum nächsten Radlersonntag 2023 bei hoffentlich genauso gutem Wetter.